So, da bin ich wieder nach einer kurzen Pause 4, 5. Ob ich das heute schaffe mit dem Steine setzen, ich weiß es nicht. Ich versuche jeden Tag einen Teil zu schaffen. Das heißt, die Folgen sind mal mit Straßen setzen, die Folgen sind hier mal mit diesen Vorbereitungen für die Laternen. Dann gibt es dann wieder Folgen, wo ich dann nur Laternen setze und dann kommen erst die dekorativen Sachen und da muss ich mal gucken, dass sich das alles nicht so in Kaugummi hinzieht. So, ja, schließe ich die Sache schon. Langsam. Also es fängt langsam an, sich hier zu schließen, wie man jetzt sieht. Muss ich mal gucken. Ja, hier sind fünf. Hier kann ich mehrere machen. Drei, vier. Gut. Ach ja, zum Thema Schwangerschaft. Wenn ihr nicht verheiratet seid, ja, und der Papa möchte natürlich auch das Sorgerecht haben, müsst ihr beim Jugendamt die Sorgerechtsanerkennung oder Vaterschaftsanerkennung machen. Ja, das ist mir total im Fein vorhin. Ich habe dran gedacht, wenn ihr verheiratet seid, dann fällt das natürlich weg. Wenn ihr arbeitet, wäre es sinnvoll, wenn die Frau und ihr, also wenn ihr verarbeitet, beide und die Frau und ihr seid verheiratet, solltet ihr mit der Steuerklasse mal schauen, dass die Frau die Steuerklasse nimmt, wo sie mehr bekommt und der Mann, wo er weniger bekommt, damit das Elterngeld höher ist, quasi später in der Elternzeit für bei der Frau. Und dann könnt ihr dann die Steuerklasse wechseln, dass der Mann wieder mehr bekommt. Dass dann auch der Lohn dann automatisch wieder höher wird. So habt ihr dann später im größten Teil der Elternzeit eine höhere Elterngeld durch die höhere Steuerklasse der Frau während der Schwangerschaft und den Lohn, den ihr sonst gehabt hättet, den ihr vorher gehabt hättet, vor der Schwangerschaft, habt ihr mehr zurück. Somit habt ihr quasi ja, mehr Geld raus. Der Kerl, der sich dann die niedrige Steuerklasse andrehen lässt, wo dann viel mehr Abzüge sind. Ich habe ja selber über 300 € Abzüge. Das hat mich ja sowas von gewurmt, aber egal. Oh. Mache ich mal jetzt hier auch noch einen hin. Ja, das hat mich sowas von gewurmt, dass ich dann hier, ja, also mich genervt hat einfach. Hier habe ich angefangen, genau. Und na, auf jeden Fall ist es so, dass dann, dass ihr das von der Steuer vom Finanzamt wieder zurückholen könnt. Jetzt habe ich endlich, meine Güte. Da hinten hab ich angefangen. Genau, da muss ich jetzt wieder hin. Ich mache mal parallel zueinander, starte ich hier. Jetzt habe ich auch natürlich von der Seite. Oh Mann, da muss ich parallel schauen. So. So. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall höheres Elterngeld durch die alte Steuerklasse. Die müsst ihr natürlich beim Finanzamt wieder wechseln, sobald das Elterngeld beschlossen wurde. Und dann hat der Mann wieder seine Steuerklasse zurück. Und ihr könnt das Geld, was so viel eingezahlt worden ist bei der Steuer, vom Finanzamt auch wieder zurückholen. Dann. 4, 5, da. Das ist auch möglich. Müsst ihr dann euch mal informieren. Also ich bin kein Freund vom Finanzamt. Für mich heißt Finanzamt immer Gas und Wasser abgestellt. Also kommt ein nackter Mann zum Finanzamt, geht wieder raus, also hofft, dass er keinen Abzug hat. Geht aber wieder raus und dann heißt es Gas und Wasser abgestellt. Ja. Ja, ich bin überhaupt kein Freund vom Finanzamt. Aber die machen ja auch nur ihre Arbeit. Aber da könnt ihr euer Geld dann wieder zurückholen. Bei mir macht es dann auch meine Frau, weil beim Finanzamt, da wird es bei mir böse.
Da würde ich nicht mit zu tun haben. Aber wir wollen ja auch natürlich das Geld zurückhaben, was wir zu viel gezahlt haben, quasi während der Monate. Also ich habe keinen Bock, den Staat irgendeinen müden Cent zu schenken. Immerhin nimmt er uns das ja alles. Ich sage jetzt nur Maskenpflicht, diese Merkels-Lügen-Maulkorb-Pflicht. Die wollen unbedingt, dass wir alle eine Maske tragen. Aber wer bezahlt uns die? Wir müssen die alle aus unserer eigenen Tasche bezahlen. Nee. Also, ich trage keine Maske. Erst wenn die mir die bezahlen. Die müssen mir die Maske finanzieren. Weil die wollen es, dann sollen die auch darüber bluten. Dann Thema Kurzarbeit. Die Leute gehen in Kurzarbeit, werden gezwungen und aus Berlin ziehen die Stück für Stück jetzt wieder weg. Aus dem ganz anderen Grund, die Mieten sind hier unendlich teuer. Weil wir haben hier Vermieter, das sind Monster, das sind Geldhaie, das sind keine Menschen, das sind irgendwelche Kreaturen der Nacht, die dem Menschen, die dafür schwer arbeiten gehen und mit Mindestlohn dargestellt werden, weil eben die Gesetze es eben erlauben, dass die Menschen eben wenig verdienen dürfen. Und das nutzen natürlich auch die Arbeitgeber aus. Die meisten Arbeitgeber sind wirklich auch nicht, ja, die könnte man alle in eine Tonne hauen und irgendwie nochmal. Oder am besten in der Zelle, Schlüssel wegwerfen und nie wieder anschauen. Solche Leute sind das, die meisten Arbeitgeber. Ich bin froh, dass ich echt einen guten Arbeitgeber habe, der da nicht so drauf ist. Der da wirklich darauf achtet, dass auch seine Mitarbeiter, dass es denen gut geht. Ich mache drei Kreuze, wirklich. Aber wirklich, das ist meistens so schrecklich, wenn man das da so betrachtet. Deswegen finde ich das auch total. Also alles sowas und unfair von den ganzen Sachen. Und die Leute wehren sich nicht, die spielen einfach mit, würden die Leute sich einfach mal wehren, alle. Aber die meisten, da wird Merkel sagt den Medien, ihr müsst denen das jetzt mal so sagen. Wir sind zwar eine Demokratie, aber wir handeln immer noch nach der DDR-Politik. Muss nur keiner wissen. Ja. Und dann erzählen die natürlich diese ganzen Lügen von der Regierung. Und was ist? Es gibt ja übrigens nur einen Virologen auf der ganzen Welt. Und das ist Merkels Virologe. Alle anderen, die eigentlich genau allesamt die gleichen Ergebnisse haben, aber genau das Gegenteil von den Virologen, sind alles. Damals nannte man das Staatsverräter in der DDR. Heute sind es, damit das nicht so auf Stasi-Verhalten zurückgezogen wird oder vollzogen wird, nennt man die Verschwörungstheoretiker. Ihre eigenen Fachkräfte nennen die so. Naja, es ist die Regierung eben, voll Logen, hinterhältig, ein einziger Dreckshaufen. So, und ja, und was soll ich jetzt sagen? Es ist immer noch schlimm. Es ist traurig. Das Schlimme ist, man kann nicht mal aus. Gut. Flüchten vor der ganzen Situation kann man nicht. Es ist ja jetzt fast überall so. Und selbst ein Bekannter aus Teneriffa, der flüchtet jetzt nach Deutschland zurück, weil die da am lebendigen Leibe verhungern, weil die keine Hilfe bekommen. Und solche Sachen. Damals konnte man zumindest noch in einige Bereiche flüchten, aber nicht mal das ist heute möglich. Und jetzt sowieso nicht, weil, naja, wenn ich als Vater werde, ich brauche meinen sicheren Wohnplatz und so weiter. Ich habe eine sichere, gut, sichere Arbeit kann man nie sagen, aber ich habe eine Arbeit, die mir relativ sicher ist. Bei der ich mich auch wohlfühle. Und ein Arbeitgeber, der sich auch um seine Mitarbeiter kümmert. Das ist wichtig. 90% der Arbeitgeber sind ja alles, gehören ja alle in die Mülltonne. Und die zahlen entweder nicht, zahlen unpünktlich oder zahlen permanent zu wenig für eine Arbeitskraft, die wirklich
sehr viel macht und nur macht und tut und immer was und immer da ist. Qualifikation einfach ignoriert und einfach Fachkräfte als Hilfsarbeiter finanziert und solche Sachen. Oder nur auf Ehrenamt geht. Ehrenamt ist wichtig, ja, klar. Aber es gibt auch solche, die es ausnutzen, nur Ehrenamt machen, um Gelder zu sparen. Und diejenigen, die eigentlich arbeiten wollen, die stehen damit nichts. Und die verdienen sich da ihre kleinen Millionen da nebenbei, weil sie die Ehrenamtler eben nur mit einer gewissen Pauschale, also ja, Pauschale bezahlen, wenn überhaupt, diesen Steuerfreibetrag von, ich weiß nicht, schon ein paar Jahre her. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es waren. Von damals. Ist wirklich schon eine Weile her. Ich habe das Spiel auch nicht mehr mitgemacht. Vor allem, wo mir dann der gesagt hat, hier, naja, sie sehen schon ziemlich krank aus. Hä? Klar, ich hatte in dem Moment einen Pneumothorax. Wer Pneumothorax weiß, weiß, was damit gemeint ist. Das ist aber eine Sache von ein paar Wochen und dann ist er wieder weg. Aber für den war ich gleich todkrank. Und für den war ich gleich untragbar. Das ist wieder so ein scheiß Arbeitgeber, der dann quasi sagt, oh Gott, der hustet einmal rum, den müssen wir sofort feuern. Um Gottes Willen, da müssen wir ja mal jemanden einstellen, das kostet uns ja Geld. Ach, nee. Da wünscht man sich echt eine Kalaschnikow. So. So. Hier ist noch ein Startpunkt.